Herzlich willkommen, liebe Grill- und Barbecue-Freunde. Heute gibt es bei uns normale Spare Ribs von unserem GMG Pellet Grill. Und wie wir die gemacht haben, das zeigen wir euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Baden. Viel Spaß dabei! Na Leute, ihr habt es schon gehört, bei mir gibt es heute Ribs von unserem GMG Pellet Grill. Na gut, außer die Ribs brauche ich noch ein paar kleine Zutaten. Das ist ein roten Pfeffer, ein Kubebenpfeffer, ein Rub, den ich schon mal vorbereitet habe, und Waldhonig. Ich werde jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich werde die zwei Pfeffersorten hier drin mörsern. Dann kommt der Rub mit dazu und den Honig nehme ich dann und bestreiche die Ribs damit. Und dann wird es eingerubbt und wie ihr gewohnt seid von mir, seid ihr da natürlich überall mit dabei. Leute, da sind jetzt meine Ribs. Ach, eins noch. Vorhin stand Olivenöl mit dabei. Das hat natürlich da nichts drauf zu suchen gehabt auf dem Bild. Das war für ein anderes Video gedacht. So, aber wie gesagt, jetzt kommt einmal mein Honig. Weil durch den gemahlenen Pfeffer habt ihr da eine richtige Schärfe drin. Honig ist drauf und den reiben wir jetzt gerade mal ein bisschen darüber. Hervorragend. Ihr seht, die Silberhaut habe ich natürlich schon abgezogen. Das ist natürlich ganz klar, die müsst ihr natürlich vorher wegmachen, aber das muss ich euch ja nicht mehr zeigen. So, dann kommt von unserem Rub drüber. Oh, schön. Müsst ihr auch gar nicht sparen. Machen wir das schön ein. Das haftet natürlich jetzt hervorragend auf dem Waldhonig. Jetzt drehen wir das Ganze um. Dasselbe auf dieser Seite. So Freunde, das war's. Ihr habt es gesehen, wie das funktioniert bei mir. Ich mache die restlichen, das ist noch fertig, die restlichen zwei Ribs. Und dann sehen wir uns morgen an unserem GMG Pellet Grill wieder. Ja Leute, hier ist schon wieder unser GMG Pellet Grill. Ich werde mal die Luke öffnen. Und ja, viel gibt es dann zu machen. Wir starten. Und ich würde sagen, wenn auf Betriebstemperatur ist, dann hole ich euch wieder mit hinzu. So Leute, der Grill hat sich jetzt auf 105 Grad eingepegelt. Da kommen die Ribs ins Bild. Hervorragend, 24 Stunden mariniert. Deckel auf. Und dann packen wir sie da drauf. So, mehr müssen wir gar nicht machen. Deckel zu und einfach laufen lassen. Ich denke mal, 6 Stunden werden sie schon brauchen bei lockeren 105 Grad. Aber wie gesagt, Leute, ab und zu gibt es ein Zwischenfazit und dann seht ihr mal, wie sich die Ribs in so einem Pelletsmoker entwickeln. Also, bis dahin. So Leute, 2,5 Stunden sind inzwischen vergangen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ich habe es auf eine Rosterhöhung gelegt, aber Leute, wir sind auf einem guten Weg. So, machen wir wieder das Deckel hinzu und ich denke 2,5 Stunden bei 115 Grad und wir sind am Ziel angekommen. Aber wie gesagt, ich werde nochmal so in 1,5 Stunden, gibt es nochmal ein kurzes Zwischenfazit und dann sehen wir, wo uns die Reise hinführt. So Leute, ihr seht, ich habe es in meine Schale gelegt und jetzt kommt Cola mit dazu. Ich tue mal ein bisschen mit Cola dämpfen. Das Ganze werde ich jetzt abdecken und dann kommt es zurück auf den Grill. Na Leute, 2 Stunden Dämpfphase sind jetzt vorbei und wir öffnen mal. Aber Leute, immer mit Handschuhen. Oh ja. Die sehen mal saulecker aus. Ich fahre mal ein bisschen drauf. Boah, guckt euch das an, oder? Die sind noch richtig super und super weich. Mhm. Machen wir mal auf, den Kollegen hier. Leute, ich glaube, die wären großartig.
Ich würde sagen, ich setze sie noch alle rein. So Leute, wir gläsen jetzt mit ein bisschen Ahornsirup. Ja, so einen ganz kleinen Schwung kann man da drauf machen. Gar nicht viel. So Leute, das war's. Deckel wieder zu. Und ich denke mal so eine halbe Stunde dürfte mal fertig sein. Bisschen mehr wie 6 Stunden sind jetzt ins Land gezogen. Da sind sie. Sehen hervorragend aus. Ja, ich werde es jetzt runterholen vom Grill und dann bleibt da nichts anderes übrig, wie zu probieren. Und ihr seid natürlich da wieder mit dabei. So Leute, es wird probiert. Da ist eins von den Leiterchen. Gucken wir mal. Boah, die gehen gerade so auseinander. Schaut mal. Lups. Mhm. Knochen kann man gerade rausziehen. Zack. Da ist er. Herrlich, oder? So, probieren wir mal. Auf euch. Mhm. Mhm. Geil. Kann man anders ausdrücken. Die Geschmacksaromatik von dem Gewürz, was wir da zusammengestellt haben. Erst hatte ich leichte Schärfe drin durch den Pfeffer. Jetzt durch den Ahornsirup eine leichte Süße mit dazu bekommen. Ganz leichtes Raucharoma. Leute, ich bin begeistert. Und ja, mehr gibt es zu Rips nicht großartig zu sagen. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das gerne nachholen. Wir würden uns riesig freuen drüber. Kommentiert fleißig drunter, teilt auch mal die Videos. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.